Wir haben auch jetzt 19.40 Uhr, das heißt, ich fange tatsächlich mal an. Einige von euch kennen mich, ich bin die Jiska und normalerweise mache ich solche Dinge wie Sticken oder andere Sachen und jetzt wundert ihr euch jetzt vielleicht so, warum stehe ich jetzt hier und mache mal was Technisches. Eigentlich ist es so, dass ich den Teil tatsächlich inzwischen beruflich mache. Ich bin hier an der TU Darmstadt und beschäftige mich mit Wireless Physical Layer Security. Und manche denken von euch jetzt sowas, naja, kenne ich, habe ich schon gehört, WLAN-Verschlüsselung. Aber ihr werdet hier garantiert deutlich mehr hören als nur das, beziehungsweise das sogar gar nicht, weil ich nehme an, WLAN-Verschlüsselung kennt ihr und das ist für euch langweilig und das ist auch auf den höheren Schichten eigentlich. Verschlüsselung mache ich nämlich gar nicht. Ansonsten machen wir bei uns tatsächlich, ja, also wir machen viel mit Software-Defined Radios. Wir sind tatsächlich auf dem Physical Layer ganz unten. Wir machen auch Routing, also alles, was irgendwie im Bereich Wireless, Mobile und Security ist. Ja? Okay. Ich muss weitermachen. Ich muss an meinen Rechner, genau. So, ich werde euch erstmal eine kurze Einführung geben. Da werde ich euch auch mal zeigen, wie ihr denn mit eurem Radio WLAN empfangen könnt. Und zwar mit GNU Radio, weil das ein bisschen cooler ist. Da kann man selber ein bisschen mehr dran rumfrickeln, wenn man Spaß drauf hat. Dann erzähle ich euch was über Wireless Channels. Und das ist nicht Kanal 1 bis 11 aus dem WLAN, sondern das ist was ganz anderes. Und dann erzähle ich euch, was man damit so bauen kann. Also man kann damit wirklich, wirklich coole Dinge tun und es wird ein bisschen unsortiert sein, weil es so Beispiele aus der Forschung sind, zum Beispiel, also was Leute Lustiges gehackt haben mit Wi-Fi. So, zur Einführung. Eigentlich ist das Bild ganz passend, denn für den typischen Programmierer fängt es eigentlich erst an, wenn er schon Bits hat, so Einsen und Nullen, aber eigentlich kommt das nicht aus der Wolke. Also normalerweise sagen wir haben einen Sender, wir haben einen Empfänger, wir haben einen Frame, das besteht aus irgendwelchen Bits und da sind dann Sachen drin wie Adressen, Daten, eine Frame-Text-Sequence. Und normalerweise macht das alles irgendwie schon schön die Hardware und wenn die FCS nicht stimmt, wirft die auch schon das Paket weg und ihr seht gar nichts mehr davon. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie sieht es denn aus auf dem Physical Layer? Und jetzt habe ich eine Demo vorbereitet und ich hoffe, es funktioniert. Dieses GNU Radio. Drücke jetzt einmal auf Play. Und ich hoffe, es funktioniert. Ja, und das sieht auch schön aus. Da sieht man schon so Konstellationen. Das sind so 4 Punkte oder auch 16 oder auch 2. Und das stellt Bits dar. Der schreibt das Ganze dann auch richtig schön in einen Pickup-File. Der sagt jetzt eine hohe Frame Error Rate, einfach weil er häufig irgendwelche Bits kriegt, die er dann nicht ordentlich zuordnen kann. Ja, es ist jetzt gerade kein Performance-Wunder, aber es funktioniert. Und jetzt fehlt mir hier ein Button. Aha. Kill. So. Und wenn ich jetzt in Wireshark gehe, irgendwas, dann ist das das, was ich gerade aufgenommen habe, hoffe ich mal. Nein, ist es nicht. Ich lösche mal eben noch die Datei. Einen Moment. Upp. Nehme noch mal was auf. So. Die ist jetzt kleiner. Und da seht ihr eben, er kriegt auch alles, auch irgendwelche Malform-Packages.
Und also manchmal kriegt man auch ein Datenpaket, aber das heißt halt schon, dass er da tatsächlich ein Stück am Stück irgendwie was hat sauber kriegen müssen. Da muss man dann leider in diesem Tool den Gain muss man händisch anpassen mit so einem Schieberegler und das ist nicht immer so ganz perfekt, aber man sieht eben tatsächlich alles und man könnte jetzt auch anfangen. Dieses ganze Tool hat nämlich tatsächlich auch ein TX, da kann man dann so an so ein Top-Device, ich zum Beispiel, und da kann man das ganz normal benutzen und ihr könntet euch dann auch absichtlich korrupte Frames basteln, wenn ihr Spaß habt. Also das macht natürlich keiner von euch, weil davon könnte Hardware abstürzen, aber genau, ist also durchaus ein gewisser Hack-Value dahinter, das zu tun. So, wieder, ich habe irgendwo eine Präsentation. Da unten. Genau, was habe ich benutzt? Das Radio Badge und GNU Radio. Da könnt ihr, wenn ihr sagt, ich will GNU Radio jetzt nicht bauen, natürlich auch immer auf Images zurückgreifen. Ihr wollt das aber nicht in der Virtual Machine laufen lassen, denn normalerweise verhaspeln die sich, wenn da zu viel über USB geht, dann verlieren die Samples. Deswegen, aber was ihr machen könnt zum Beispiel ist Kali Linux, das ist eine Distribution, gibt es einfach als Live-System, könnt ihr booten, nicht in der VM, booten physikalisch und dann läuft GNU Radio, dann müsst ihr diese ganzen Sachen nicht mehr installieren und ihr seid glücklich. Außer dieses GNU Radio IEEE Add-on, das müsst ihr noch eben kompilieren, aber das war's. So. Und jetzt ist die Frage, ja, warum habe ich das getan? Weil eigentlich habt ihr ja alle schon eine Wi-Fi-Karte und die sind super günstig. Ihr könnt euch so einen Wi-Fi-Chip für 1 Euro in China holen. Und das Radio hat es doch ein bisschen mehr gekostet. Gut, für die Campbesucher war es kostenlos, aber ansonsten ja. Und naja, ihr seid aber halt Hacker und dann will man vielleicht doch was haben, was man verändern kann. Und im Folgenden werde ich euch vorstellen, was man so verändern kann und wie sich das so verhält. Dafür ist das Konzept des Wireless Channels interessant. Und wie ich schon sagte, es ist nicht WLAN-Kanal 1 bis 11. Wireless Channel bedeutet was anderes. Normalerweise habe ich einen Sender und ich kann viele Empfänger haben. Dieses Ding könnt ihr euch jetzt vorstellen, erstmal wie Wasser oder auch eine Welle, also ein Sinus zum Beispiel. Breitet sich aus und jeder Empfänger bekommt das auf einem anderen Kanal. Dieser Kanal wird auch als groß H beschrieben und kann man viel Mathematik drauf machen. Und das kann man sich jetzt so vorstellen, wenn man jetzt so einen Sinus hat und an einer anderen Position steht, wird ja zum einen mit dem Abstand die Amplitude geringer und ich habe auch eine andere Phase, wenn ich jetzt quasi woanders auf diesem Sinus stehe. Das heißt, in diesem Kanal habe ich für jede Frequenz eine standortabhängige Amplituden- und Phasenänderung. Wenn ich jetzt einen WLAN-Frame habe, dann schicke ich am Anfang so ein Training-Sequence, mit der man genau das ausmessen kann. Also wie sind jetzt meine Phase und Amplitude geändert? Und das Ganze gilt wechselseitig. Das heißt, eine Antenne verhält sich beim Senden und Empfangen ähnlich. Was dazu führt, dass wenn ich den Kanal in eine Richtung messe, dann gilt der Kanal umgedreht in die andere Richtung auch. Das ist die Reziprozität. Und das Schöne ist, Wi-Fi ist halt trotzdem immer noch so ein Broadcast, das heißt, jeder kann mithören. Das kennt ihr, das wisst ihr. Nur jeder empfängt es eben doch ein bisschen anders. Also ich empfange es, ja, aber ich empfange es eben unterschiedlich. Ja, dann eben erstmal das mit dem Abstand ist ein Ding, was ich schon erklärt habe. Und jetzt ist es so, dass man ja auch immer noch mal Noise hat. Und Noise führt dazu, dass wenn ich irgendwann zu weit weg bin, dann habe ich halt normalerweise dann so viel mehr Noise als tatsächliches Signal, dass ich das eben nicht mehr sauber empfangen kann. Und ich habe auch zum Beispiel ein Zeitoffset, also wer weiter weg ist, empfängt es ein bisschen später. Jetzt nicht viel später, wir haben Lichtgeschwindigkeit, aber es ist auch ein Zeitversatz drin. Auf so einem Pfad, also wenn ich einen Wireless-Kanal habe,
dann breitet der sich ja über einen Pfad aus und der geht jetzt normalerweise nicht einfach line of sight zu mir, sondern der, mit dem passieren Dinge. Der kann absorbiert werden, reflektiert, gebrochen, gestreut, gebeugt. Das kennt ihr, denke ich mal, von Licht. Das ist aber beim Empfang mitunter nervig oder muss eben auch wieder über diesen Kanal, es ändert eben Dinge an unserem Kanal. Das heißt, es wird relativ schwierig, den Kanal, den wir haben, dann tatsächlich vorherzusagen in komplexen Umgebungen. Und der nächste Teil ist, dass das mit jeder Frequenz unterschiedlich ist. Zum Beispiel könnt ihr ja in eurem Wohnzimmer, selbst wenn der Rollladen noch unter ist, super gut Radioempfang vielleicht noch oder auch irgendwie euren Fernsehempfang. Ihr habt super Empfang mit von Geräten wie aus der Klasse, aber was halt nicht durchkommt, ist Licht, und Licht ist ja auch eine Welle. Oder zum Beispiel ist es so, dass ihr TV-Stationen noch gut empfangt, wenn sie weiter wegstehen auf dem Sendeturm, aber das mit Wi-Fi wird das nicht gehen, mit 2,4 Gigahertz, das wird halt zu sehr geschwächt. Also ihr habt einfach frequenzabhängige Effekte. Oder auch zum Beispiel bei einem Prisma, da hat man ja auch mehrere Farben drin, die dann eben unterschiedlich gebrochen werden. Dann hat man noch Interferenz, also natürlich, wenn ich jetzt mehrere Sender habe, dann, und die auf der gleichen Frequenz sind, dann gibt es eben Interferenz. Und was auch noch ein bisschen nervig ist, ist Doppler-Shift. Das heißt, zum einen passiert der halt durch Objekte, die sich bewegen. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn jetzt dieses Auto sozusagen einen Sinus aussenden würde, würde der in die eine Richtung gestaucht und in die andere gedehnt. Und das ändert durch die Wellenlänge wiederum die Frequenz. Das heißt, ich kriege durch sich bewegende Objekte einen Frequenz-Offset, der sich auch ändern kann während meiner Übertragung. Und noch nerviger, das kann auch passieren durch nicht nur, wenn sich der Sender oder Empfänger bewegen, sondern auch, wenn sich Personen im Raum bewegen, also Objekte, an denen reflektiert wird, bewegen. Und was es auch noch gibt, sind Hardware-Spezifika. Zum Beispiel kann man durch die Art und Weise, wie ein Signal aussieht, Rückschlüsse auf die Hardware ziehen und dann tatsächlich eine Art Fingerprinting machen. Dann kann man halt sagen, okay, das war jetzt halt ein iPhone und ich möchte nur iPhones in meinem Netz und alles andere schließe ich aus. So. Das heißt, in diesem Physical Layer ist eigentlich viel, viel mehr drin als Bits. Und vielleicht können wir das ja irgendwie benutzen und verschiedene Empfänger oder auf verschiedenen Kanälen werden eben Daten unterschiedlich empfangen. Und das kann man zum Beispiel praktisch ausnutzen für mehr Durchsatz und dann MIMO machen, also mehrere Sende- und Empfangsantennen und hat mehr Durchsatz. Aber wir können auch vielleicht noch mehr daraus bauen. Und das heißt, die große Frage ist halt so, was können wir damit bauen, was können wir hacken? Und das fängt natürlich ganz einfach an. Wir haben den Broadcast, wir können alles mitlesen, das heißt, man kann das Protokoll von Bussen zum Beispiel reverse-engineeren. Das hat die UNA schon gemacht auf dem 31C3, glaube ich, oder 30C3, ist schon eine Weile her. Da hat sie finnische Busse gehackt und das Protokoll reverse-engineert. Das heißt, erstmal ist sie halt hingegangen mit GQRX. Oder das ist, glaube ich, bei Outline in dem Screenshot, aber wie auch immer. Und dann kann man sich da das Tool seiner Wahl nehmen und die Bits dekodieren. Das sieht dann zum Beispiel... Irgendwo ist meine Maus. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ja, jetzt sehe ich hier verschiedene Radiosender und dann kann ich die tatsächlich aufnehmen. Ich kann dem jetzt auch sagen, er soll das irgendwie dekodieren. Ja, wie auch immer. Und man kann das eben tatsächlich auch... Nein. Irgendwo geht Aufnehmen der IQ-Samples...
War es das? Rekord. Genau, jetzt könnt ihr nämlich tatsächlich aufnehmen, was da passiert und es später analysieren. Und jetzt denkt ihr euch, aber das sieht doch alles voll komisch aus. Ihr könnt diese Dateien dann zum Beispiel öffnen in Audacity und da ganz normale Audio-Frequenzfilter drauf machen und das funktioniert tatsächlich trotz allem. Also ihr könnt einfach, wenn ihr mal was Lustiges seht, das tatsächlich hier mit aufnehmen, ohne euch groß Gedanken über GNU Radio zu machen. Also das da geht halt eben ganz einfach. Selbst wenn man keine Ahnung hat, nimmt man es auf, drückt es jemand in die Hand und sagt, was ist das? So. Und danach kommt eben der Teil, den ihr sicher alle irgendwie könnt. Okay, wir haben jetzt Bits und jetzt überlegen wir uns halt, was ist da drin kodiert und muss ein bisschen reverse-engineeren und dann hat man das. Das wird, denke ich mal, sicher das sein, was die meisten von euch mit dem Radio-Batch vorhatten oder vorhaben. Aber es geht noch viel mehr. Jetzt gibt es etwas, das nennt sich informationstheoretische Sicherheit. Normalerweise haben wir Sicherheit, die wird durch Berechenbarkeit hergestellt. Das heißt, ich habe einen Krypto-Algorithmus und zum Beispiel habe ich einen Public Key und ich nehme an, es ist super aufwendig, auf den Private Key zurückzurechnen. Einfach, weil das mathematisch komplex ist. Jetzt ist es aber so, Computer werden schneller und vielleicht haben wir Quantencomputer und vielleicht kommt irgendwie in 10 Jahren nochmal irgendeine neue Erfindung und plötzlich ist all diese Berechenbarkeit nichtig. Das heißt, es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn wir ein Verfahren hätten, wo wir sagen können, okay, wir haben einen Angreifer, der ist die NSA, der hat echt alles, aber das hilft ihm nicht. Und da kennt ihr sicher auch das ein Verfahren aus der Kryptographie, das ist das sogenannte Wernham One-Time Pad, wo man sagt, wir haben beim Sender und Empfänger eine Festplatte, die geben wir den beiden, da sind einfach ein Key drauf, dieser Key ist, sagen wir, 1 Gigabyte lang und wenn sie Daten übertragen wollen, dann nehmen sie immer diesen Key bitweise, machen einen XOR und senden dann die Daten und der Empfänger kann es eben wieder so dekodieren und wenn sie einmal 1 Gigabyte Daten gesendet haben, nach 1 Gigabyte brauchen sie einen neuen Key. Das heißt, wir stellen es einfach sicher, dass man durch Berechnen nichts machen kann, weil der Schlüssel ist einfach genauso lang wie der Klartext, also kann man dann nichts dran berechnen. Fertig. Ist ein nettes Beispiel, aber eher unpraktikabel, weil das heißt, man müsste mit jedem, mit dem man mal verschlüsselt kommunizieren will, eine große Festplatte austauschen, hoffen, dass die nicht irgendwie jemanden in die Finger gerät und so eine Sache. Dann hat sich aber jemand überlegt, können wir nicht diesen Kanal dafür nutzen? Und zwar sieht es so aus, wir haben ja tatsächlich einen Sender, sagen wir, der Sender ist Alice und wir haben einen Empfänger, der Empfänger ist Bob und dieser Kanal, sagen wir, der ist legitim, da soll was gesendet werden, das ist alles gut. Und wir haben einen anderen Kanal zu einem Eavesdropper und der Eavesdropper ist böse. Und der Eavesdropper soll jetzt das nicht empfangen können. Und dann sagen wir, okay, dadurch, dass der Kanal anders ist, kriegen sie zwar dieselbe Information, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Und dieser Informationsunterschied könnte zum Beispiel sein, Bob hat 10% besseren Empfang als Eve. Das heißt, Bob wird halt 10% besser empfangen und in diesen 10% könnte man jetzt geheime Informationen dekodieren. Jetzt ist es noch so eine Sache, man braucht natürlich jetzt noch ein Protokoll, was dann sicherstellt, dass es halt, weil wir wissen ja nicht, welche Bits genau Eve jetzt mithört. Das heißt, man muss dann irgendwie mit Hashes oder sowas arbeiten, damit dann die Position egal wird und man einfach nur sicherstellt, dass es ausreicht, wenn eben einer besseren Empfang hat. Soweit ganz gut. Da gibt's richtig, richtig viel aus der Nachrichtentechnik, Theorie, alles mögliche, Informationstheorie, die sich da schöne Dinge herleiten. Das wird dann sehr mathematisch. Und aber das Problem ist, dass die über ein praktisches Problem meistens nicht nachdenken. Wenn der Eavesdropper jetzt die NSA ist, dann kann er sich halt auch eine richtig geile Antenne leisten. Und dann hat der Eavesdropper vielleicht, trotzdem er vielleicht weiter weg sein muss, aufgrund von irgendwas, vielleicht trotzdem noch super Empfang.
Wir wissen einfach nicht, wie der eShopper ausgestattet ist, wo er steht und wie sein Kanal tatsächlich aussieht. Das heißt, wir können halt einfach nur hoffen, dass Bob zum Beispiel 10% besser empfängt, aber wir können es nicht überprüfen. Wir können auch nicht überprüfen, ob der eShopper mehrere Antennen hat, etc. Das macht den Ansatz in der Praxis wiederum schwierig, damit was Schönes umzusetzen. Was man sich jetzt aber auch noch überlegen kann, ist, hey, ich habe einen Sender, ich habe Empfänger, die Kanäle sind unterschiedlich, aber wir haben Reziprozität, das heißt, wir können daraus symmetrische Schlüssel generieren. Das ist wiederum ganz gut, da gibt es auch wirklich viele Protokolle, die sich da was praktisch überlegt haben, praktisch implementiert haben, weil es nicht so schwer ist, so einen Kanal zu messen. Da muss man ein paar Dinge beachten. Zum Beispiel sage ich jetzt gerade, der Kanal ist gleich, aber er ist nicht ganz gleich. Also es gibt immer noch ein paar Bit, die abweichen können in dieser Messung. Das heißt, man braucht irgendein Protokoll, was sich darauf einigt, dass man auf beiden Seiten dann hinterher wirklich die gleichen Bits hat, ohne sämtliche Bits nochmal zu übertragen. Und man möchte sicherstellen, dass da genügend Entropie drin ist. Das heißt, man möchte irgendeinen Algorithmus, der dann auf beiden Seiten deterministisch Sachen rauswirft, bis genügend Entropie drin ist, in dem, was man noch hat. Das einzige Problem ist halt, man muss sich selber überlegen, welche Metriken man genau nimmt. Also wenn man zum Beispiel sowas nimmt wie die Received Signal Strength, die ist eigentlich super einfach abzugreifen, weil die von vielen WLAN-Karten noch an die oberen Layer mit weitergereicht wird. Das heißt, ihr kriegt ja irgendwie in eurem Betriebssystem so eine Anzeige mit, wie gut empfangt ihr umliegende Wi-Fi-Stationen. Und das heißt, diese Information wird eben noch mit in höhere Layer gereicht. Da müsst ihr gar nichts machen auf den unteren Layern. Allerdings ist das halt ein Bitwert von 0 bis 255. Und auch wenn ihr da weiter runter geht, der ist einfach nicht super zufällig, dieser Wert, der Received Signal Strength. Und das heißt, wenn man jemanden hat, der immer in derselben Position ist, dann wird das halt immer der gleiche Wert sein und reicht halt nicht unbedingt aus für so einen Key. So, eine andere Idee ist für Vertraulichkeit sind Covered Channels. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich hatte dieses Konstellationsdiagramm und Dinge sind lustig rumgewabert und es gab viel Neues da drin. Und dann kann man sagen, hey, lass uns doch einen WLAN-Frame machen, das sich vollkommen valide dekodieren lässt, weil diese Empfänger sind super robust gegen Noise. Die gleichen das aus, die können super viel Noise noch verarbeiten. Und hier sieht man zum Beispiel 4 Konstellationen. Und das heißt, solange man sich mit seinem Symbol noch im richtigen Quadranten befindet, kann man das wieder dekodieren, alles super. Und selbst wenn ein paar Fehler passieren, ist dann nochmal ein Error-Coding drüber und so. Und die Welt ist schön. Und dann kann man einfach so ein bisschen Noise noch drauflegen und in diesen Noise rein Bits kodieren. Und dann ist natürlich die Frage, wie genau sieht jetzt dieser Noise aus und macht man das jetzt in diesen Konstellationen oder wo kann man noch Noise irgendwie einführen? Und man muss vor allem aufpassen, dass dieser Noise dann statistisch unauffällig ist. Und da kommt dann wiederum die Schwierigkeit. Aber prinzipiell ist das eben möglich, dass man lustig Dinge versteckt. Und der Empfänger, das, wenn er das nicht weiß, dass da was versteckt ist, auch ohne Beschwerden wieder empfängt und sagt, hier ist ein normales Wi-Fi-Frame, ist nichts drin, alles schön. Und diese Physical Layer-Informationen werden ja wieder dann verworfen. Das kriegt man ja niemals mit als normaler Empfänger mit einer normalen Wi-Fi-Karte. So, und dann habe ich vorhin gesagt, so ein Signal, das hat halt nicht mehr als Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, es gibt sogenanntes Distance Bounding. Und dabei kann ich einfach sagen, ich habe einen Sender, ich habe einen Empfänger und ich messe die Roundtrip Time, also hin und zurück. Und daraus kann ich dann schließen, okay, ich bin maximal so und so weit entfernt. Also jemand kann natürlich immer absichtlich später antworten, aber früher antworten kann man nicht. Also man, das ist jetzt auch noch so, das ist ein bisschen falsch, man kann natürlich früher raten. So, wenn man früher rät, dann kann man einzelne Bits zwar raten, aber die Wahrscheinlichkeit, viele Bits nacheinander richtig zu beantworten von solchen Challenges, ist sehr gering. Das heißt, man macht halt normalerweise eine Folge, sagt, ich sende ein Bit, dann muss der Empfänger irgendeine
kurze Rechenoperation wie ein XOR oder sowas drauf machen und sende das zurück. Und davon messe ich die Zeit. Und das sind auch nur einzelne Bits und XORs, weil ansonsten die Rechenzeit deutlich länger wird als die Zeit der Signalübertragung und dann ist meine Messung des Abstands ungenau. Ein anderes Konzept ist, und das klingt jetzt ziemlich arschig, weil man kann einfach hergehen und sagen, ich nehme mir jetzt eine Antenne und mache da Noise drauf, den generiere ich mir aber aus initial dem gleichen Key und damit sende ich jetzt mit richtig, richtig viel Leistung und dann können alle anderen nicht mehr senden und ich selber habe mir ja aber diesen Noise generiert aus einem Key, also kann ich den rausrechnen, nur alle anderen nicht. Könnt ihr euch so vorstellen, wie einer von euch schreit super laut, aber irgendwer anders weiß schon, was er schreien wird, also könnt ihr das rausrechnen, weil ihr seid ein Computer. einfach abziehen, einfach subtrahieren. Und jetzt ist aber das Problem, dass ich ja vorhin sagte, dass Signale einen Weg nehmen. Und wenn man jetzt von diesem vereinfachten Modell ausgeht, hier ist D eine Quelle, die sendet Daten und J ist dieser Jammer, der so laut schreit. Und dieser Jammer deckt eben alles ab, diesen gesamten Datenradius. Wenn man jetzt aber einen Angreifer aufstellt, der hat zwei Antennen, die haben den gleichen Abstand zum Jammer. Das heißt, sie kriegen zweimal das gleiche Jamming-Signal. Dann kann man das abziehen voneinander, dann zieht man zwar die Jamming-Signale voneinander ab, aber man zieht nicht das Datensignal voneinander ab, sondern verstärkt es dadurch und hat dann halt hinterher leider kein Jamming mehr drauf. Das heißt, diese Art von Angriffen ist relativ neu. Man kann wirklich mit mehreren Antennen ziemlich fancy Dinge tun und wieder Sachen rausrechnen, wo jemand vorher sagt, hey, mit einer Antenne, das sieht aus wie Neues, da kriegt niemand zurückgerechnet, aber mit mehreren Antennen kann man da auch interessante Modelle draus machen. Man kann das auch mit ein bisschen mehr Mathematik noch so bauen, dass eben diese Positionen vom Angreifer hier beliebig sind. Das heißt, im Prinzip kann man sich das ja auch so vorstellen, wenn man jetzt die Abstände wüsste oder irgendwie was feststellen kann, dann kann man hinterher diesen Kanal wieder berechnen und dann das Jamming-Signal rausrechnen. Ist also doch leider nicht ganz so schön, wie man sich das mal gedacht hat. Dann habe ich vorhin noch kurz angerissen Device Fingerprinting, dass ich eben tatsächlich sage, mein Device hat gewisse Charakteristika, zum Beispiel, wenn es anfängt, ein Signal zu senden, oder vielleicht driftet irgendwie die Frequenz ein bisschen, das Problem ist jetzt halt, dass man solche Fingerprints im Zweifelsfall auch nachstellen kann. Und das haben die gemacht mit einem relativ einfachen Setup, mit einem USRP, also auch nicht so viel leistungsstärker wie so ein Radio-Badge. Damit haben sie einfach gesagt, okay, wir messen mal den Kanal aus und die Eigenschaften von diesem Fingerprint und versuchen dann später, das wieder zu fälschen mit einem Software-Defined Radio. Und da so ein Software-Defined Radio einfach so genau auch gar nicht messen kann, merkt es gar nicht, wenn es verarscht wird und man ihm einen Fingerprint vorspielt. Und dann kann man da sehr schnell eben so tun, als sei man irgendein Gerät. Das heißt, mit so einem Software-Defined Radio kann man Fingerprinting eventuell austricksen. Je nachdem, wie gut es gemacht ist. So, und jetzt kommen die Sachen, die werden gleich richtig, richtig scary, die ich euch jetzt noch erzähle. Und zwar habe ich vorhin was erzählt mit Frequenzen und dass Frequenzen unterschiedlich durch Objekte gehen oder nicht durch Objekte gehen. Und das ist so, dass Wi-Fi, also 2,4 Gigahertz, geht durch Wände. Und man kann sich damit natürlich auch einen Radar bauen. Und jetzt gibt's da einen Paper und die haben ein relativ einfaches Setup gebaut. Das könntet ihr mit eurem Radio nachbauen. Es benutzt nur eine Antenne. Oder vielleicht braucht ihr zwei Radios noch zum empfangenen zweites, aber irgendwie in der Größenordnung. Also es ist wirklich nicht so aufwendig, die Hardware, die man braucht zumindest. Und die haben sich gesagt,
Alle Reflexionen, die wir empfangen und die sich nicht verändern, kommen vom Gebäude. Das sind eben Wände, Türen, Fenster, die bewegen sich nicht. Und alles, was sich ändert, sind Menschen, die sich bewegen. Und dann haben sie gesagt, okay, das nächste Problem ist, sie wollten eben kein großes Antennenarray aufbauen, weil darüber könnte man dann hergehen und könnte sozusagen triangulieren von Menschen. Jetzt ist es aber halt teuer, sowas sich hinzustellen, deswegen haben die gesagt, sie haben was benutzt, das ist quasi invers, und zwar haben sie gesagt, unsere Antenne ist zwar an einem Ort, aber die Person bewegt sich. Und das ist umgekehrt dazu, wie wenn sich die Person nicht bewegen würde, sich aber die Antenne bewegen würde über die Zeit hinweg und damit mehrere Positionen hätte, wie man es auch in Antennenarray hat. Und darüber haben die dann halt einfach ausgerechnet, wo bewegen sich Personen, und haben sogar so irgendwie bestimmte Gestiken und so weiter konnten sie darüber dekodieren, die Menschen hinter einer Wand machen. Alles nur mit einer Antenne. Und jetzt sind Leute schon so, okay, 2,4 Gigahertz, ich schalte mein WLAN ab, hilft nicht, ne? Ist ja Radar, macht ja jemand von draußen. Und es wird noch schlimmer, denn wenn man da jetzt noch mehr Hardware drauf wirft und sich was Teures hinstellt, dann geht es noch viel, viel, viel geiler. Man kann Lippenbewegungen tracken. Man kann also tracken, was man sagt in einem Raum. Von wann war das Paper? 2014, das ist jetzt ein Jahr alt. Nehmen wir an, die NSA macht das schon seit vielen Jahren. Mikros hörte ich hier vorne gerade. Und zwar, das ist jetzt ein Paper, das kommt auf der Mobicom raus. Da haben die Folgendes gemacht. Ein Lautsprecher hat erstmal selber eine Vibration, bringt Dinge auch mit zum Vibrieren. Und diese Vibrationen kann man auch messen durch Wände hindurch mit Wi-Fi. Man kann sogar messen, wenn man jetzt ein Smartphone hat, und da ist ja dann quasi der Audio-Chip direkt neben dem Wi-Fi-Chip. Das heißt, der bringt den Wi-Fi-Chip so ein bisschen zum Vibrieren. Und das bisschen Vibration kann man eben tatsächlich ausmessen und kann darüber Sound messen. Da gibt's ein 1-Minuten-Video auf YouTube. Also irgendwie, wenn ihr nach Mobicom 1-Minute-Video oder diesen, Wireless Vibrometry, irgendwie damit mal googelt, das dauert nur 1 Minute, und sie haben so eine Demo, wie sie eben einfach Dinge durch Wände aufnehmen. Es macht richtig Angst. So. Damit habe ich euch auch schon so die Dinge gezeigt, die ich euch zeigen wollte. Ich habe aber noch ein bisschen Werbung. Also erstmal, wenn ihr sagt, irgendwie so Funk, Amateurfunk interessiert euch, dann gibt es einmal die Chaoswelle. Das ist CCC nah. Das ist der einzige ortsunabhängige Ortsverband. Oder inzwischen nicht mehr der einzige, aber das Konzept ist, dass man sich eben normalerweise ortsabhängig in Verbänden zusammentut, und die haben gesagt, nö, alle, die am CCC mit dranhängen, kommen zu uns, können funken, haben Spaß. Das heißt, sie sind auch immer auf den CCC-Events, zumindest so auf dem Kongress und auf dem Camp. Und alternativ gibt es hier in Darmstadt zum Beispiel noch den F03. Die treffen sich immer am ersten Freitag des Monats. Was haben wir gerade? Den ersten Freitag des Monats. Die grillen heute sogar, und ich habe mal wieder keine Zeit. ich habe viel zu tun. Genau, ansonsten, viele Leute sagen, oh, ich will eigentlich gar nicht groß Amateurfunk machen, das ist mir zu was auch immer, eigentlich, das, wie auch immer, vielleicht wollt ihr einfach nur mal so ein bisschen spielen. An vielen Unis kriegt ihr inzwischen tatsächlich auch die Möglichkeit, in Labs sowas zu machen. Also zumindest wir an der TU Darmstadt bieten das an. Wir haben bei uns in SEMO, wir bieten Labs an, Praktika, Vorlesungen, in denen ihr sowas machen könnt. Und ich weiß auch von vielen anderen Unis, dass es da sowas in der Richtung gibt. Das heißt, ihr müsst euch gar nicht was kaufen als Student. Ihr könnt einfach da hingehen und sagen, hey, ich will da mal was machen. Und die Leute sind euch auch richtig dankbar, denn normalerweise Signalverarbeitung klingt halt erstmal trocken. Und das heißt, normalerweise findet man da Möglichkeiten zu sagen, ich will das machen, und dann ist auch die Hardware da. Zum Beispiel
habe ich meine Studenten einen Android Signal Analyzer schreiben lassen. Deswegen steht da dieses Ansian. Beziehungsweise die haben was Existierendes, den ELF Analyzer weiterprogrammiert. Läuft auf Android. Ihr könnt da einen RTL-SDR-USB-Stick anschließen oder einen HackRF One. Und dann könnt ihr damit zum Beispiel Morse senden, empfangen. Ihr könnt aber auch Signale dekodieren, aufnehmen. Und das alles quasi in der Hosentasche, portabel, ja. Also natürlich könnt ihr das mit dem Radio-Badge auch schon ein bisschen. Da ist aber eure Rechenpower limitiert, das Display ist schön klein und das Ganze halt auf einem Smartphone oder Tablet zu haben, ist nochmal ein Stück cooler. Und dann habe ich die letzten Tage noch auf eBay geschaut und mir gedacht, oh mein Gott, was passiert da? Da bieten Leute für die Radios über 200 Euro. Das heißt, wenn man keins gekriegt hat, ist es echt blöd, ein Radio zu kriegen. Und es ist aber auch blöd, dass die Leute so viel Geld dafür bieten, denn es gibt das HackRF One für 300 Dollar. Und das geht nicht nur bis 4 Gigahertz, das geht bis 6 Gigahertz. Da habt ihr Garantie drauf, das kommt in der Box und, ne? Und das könnt ihr auch mobil betreiben, wenn ihr da irgendwie eine USB-Ladebank anschließt. Also ist jetzt nicht so der Punkt, sich dann für über 200 Euro auf eBay ein Radio zu schießen. Und es gibt auch das HackRF Blue, heißt das. Da hat jemand nochmal ein bisschen optimiert an den Kosten und das kriegt man für 200 Dollar. Und da lohnt es sich dann wirklich nicht mehr, sich die Radios auf eBay zu schießen. So. Und ich habe noch eine Portion Zeit übrig, weil ich mir dachte, es gibt bestimmt einfach viel Q&A, weil Leute was mit den Radios machen wollen. Es ist auch so ein bisschen, also ich habe hier mein Radio am Laufen. Ich kann euch auch irgendwie Sachen zeigen, wenn ihr Fragen habt. Ja. Ja. Ja, also die Frage war, wo habe ich die her? Auf welcher Folie war das denn? Also prinzipiell heißt dieses Tool GNU Radio IEEE 802.11, gibt es fertig. Ich habe allerdings die, da war eine USRP-Source drin, ich habe die durch eine fürs HackRF ersetzt, damit das dann auch auf dem Radio tut. Das kann ich auch selber auf GitHub nochmal hochladen. Ja. Wenn man nicht weiß, wie es geht, braucht man dafür vermutlich länger als 5 Minuten. Deswegen, ja, ich kann das einfach. Es ist, und dazu habe ich auch noch eine lustige Geschichte, denn ich habe irgendwie eine Fehlermeldung gekriegt, die aber, wo der eigentliche Grund nicht mit ausgegeben wurde, selbst mit meinen Debugging-Versuchen. Und ich habe dem Menschen das dann irgendwann abends so geschickt und irgendwie, es geht nicht bei mir. Und ich habe es dann reproduzieren können mit Kali Linux, weil bei den meisten Leuten trat der Fehler irgendwie nicht aus, irgendwas Debian-spezifisches, diese Fehlermeldung. Und der hat mir das irgendwie innerhalb von 3 Stunden oder so gefixt. Also der Maintainer von dem Ding ist ziemlich cool. Oder Entwickler. Und das ist, glaube ich, auch ein Deutscher. Also hat auch die Zeiten von hier, die man so als Nerd hat. Nee, das war so 22 Uhr abends. Ja. Okay, habt ihr noch Fragen? Ja, ganz hinten. Ja. Benutze mal einen Browser und ein Internet. Jetzt muss ich mir erstmal Internet machen, glaube ich. Ja, aber. Und? Wenn ich hier WLAN kriege. Ich kriege aus dem. Edu-Raum habe ich gerade irgendwas. Der braucht irgendwie noch ein bisschen. Wird meine aufhören, das WLAN zu jammen? Nee.
Wo kommt denn das Kabel raus, alternativ? Hm? Was? Ja, ach so, aber WLAN-Kabel, LAN-Kabel habe ich nicht. Ich habe nur WLAN-Kabel. Ja, ich muss ja nicht weit, ich muss ja nur von hier nach auf die Rückseite, wo ist das? Oder muss ich bis ganz rüber? Nee, ich muss bis ganz rüber. Egal. Ja. Hallo? Ist da wirklich was drauf? Keine Ahnung. Zumindest bei, ja, nee, bei mir leuchtet nichts. Ah, ich habe aber hier drüben, habe ich. Ha. Aber ich befürchte, das ist nicht gepatcht gegen irgendwas. Prima. Irgendwas. Ja, was wollten wir anders fragen, wenn ich versuche, Internet zu machen? Jetzt wollen alle das Video sehen. Hast du Internet? Ja. Kann ich dein Internet haben? Und ein YouTube? Einfach nur YouTube und kriegst du das hin? Ja. Mit welchem? Du meinst, das ist, also du hast ja erstmal in so einer Standardantenne keine Richtwirkung. Wenn du da eine Antenne mit Richtwirkung draufschraubst, dann kannst du es natürlich machen, ja. Oder du nimmst halt wieder ein Antennenarray und dann kannst du das auch machen über die Differenz, die das Signal ankommt. Genau. Das ist dieses Video. Okay, play. Doch. Aber wo? Wir müssen mal von vorne. Okay. Kannst du den Rauschen noch rausbekommen? Ja, bin ich jetzt bin ich zu leise, oder? Ich weiß nicht. Ich habe nur gerade die Lautstärke verstellt. Gut. Habt ihr sonst noch Fragen? Ja.
xRandre minus Auto. Also meins ist nicht schwarz. Es ist nur, nein, es ist nicht die VM gecrashed, es ist nur alles auf dem ersten Display jetzt bei mir. Mhm. Das mag mich aber gerade tatsächlich nicht. Magie? Nee, es mag mich tatsächlich gerade nicht wirklich, mein Window Manager. Wir haben hier so ein bisschen. Okay, habt ihr sonst noch Fragen? Keine Fragen. Also ich bin auch noch hier auf dem Event. Das heißt, wenn jemand von euch Lust hat, irgendwie an seinem Radio zu basteln, sage ich euch auch gerne, wie es geht. Und ich habe außerdem noch so kleine Plastikknüpsi, mit die ihr auf euren diesen Mini-Steuer-Dings machen könnt. Da könnt ihr dann einen richtigen roten ThinkPad-Tracking-Point drauf machen. die sind vom Felicitus und ja, die habe ich mitgebracht für euch. Könnt ihr einfach vorkommen. Ich habe knapp 50 Stück oder so. Also, ja. Gut. Wirklich keine Fragen? Bitte. Applaus